In diesem Video geht es um einen Stammschnitt, um verwahrloste oder einfach rausgewachsene Pflanzen wieder aufzufrischen. Hallo und herzlich willkommen bei den Orchideen am Fenster. Ich bin Simone und in meinem heutigen Video soll es um den sogenannten Stamm- oder Verjüngungsschnitt gehen. Der ist gut für alte oder sehr vernachlässigte Pflanzen. Ich habe diese beiden Orchideen gestern geschenkt bekommen und die sind die perfekten Kandidaten, weil du siehst ja, die brauchen unbedingt ein bisschen Liebe und Aufmerksamkeit. Die Luftwurzeln und auch die Blätter sehen aber eigentlich noch sehr gut aus. Da würde ich sagen, da ist der Stammschnitt jetzt genau das Richtige. Nach einer kleinen Ruhephase, nach einer kleinen Abtrockenphase sollen diese Pflanzen dann so wie sie sind wieder zurück in ihre Töpfe. Wenn du allerdings eine kranke Pflanze hast oder eine ohne Wurzeln, ist es vielleicht besser, sie stattdessen auf Moos oder in die Glaswasserkultur zu setzen. Wie gesagt, dieser Stammschnitt ist nur, um die Pflanze wieder ein bisschen aufzufrischen. Wenn dir das Video gefällt, lass mir gleich den Daumen da. Wenn eine Phalaenopsis wächst oder älter wird, verliert sie oftmals die unteren Wurzeln und auch untere Blätter. Das ist einfach ein Prozess der Erneuerung und hat nicht unbedingt irgendwas mit Krankheit oder Schwäche zu tun. In der Natur würde der abgetrocknete Stamm dann irgendwann abbrechen und die neuen Wurzeln würden der Pflanze dann wieder erneut Halt geben, da wo sie eben aufkommen. Ich werde die Pflanze jetzt tauchen oder zumindest besprühen und reinigen und austopfen. Bis gleich. Ich habe die Pflanzen jetzt ein bisschen angefeuchtet, ausgetopft und das Substrat nur grob entfernt, weil die unteren Wurzeln müssen ja nicht sauber sein, die werden jetzt sowieso abgeschnitten. Ich brauche meine sterilisierte Schere und Zimtpulver. So, dann will ich doch mal schauen, wie es diesem Schätzchen geht. Zuallererst kommen alle Blütentriebe ab. Die Pflanze soll sich jetzt erstmal auf die Wurzeln konzentrieren, die brauchen wir nicht mehr. Auch diese trockenen, weg damit. Und dann gucke ich mir an, wie die Wurzeln auf Feuchtigkeit reagiert haben. Dieser Trieb vielleicht noch weg. Komm her. Und du siehst ziemlich genau, hier kommen die Wurzeln, hier kommt nur noch Mist. Und genau da werde ich jetzt schneiden. So. Der Stamm ist hier immer noch sehr trocken. Und so kannst du dich jetzt hier quasi scheibchenweise vorarbeiten bis zu dem Punkt, wo das grüne Gewebe anfängt. Du siehst schon, hier verändert sich der Farbton. Auch diese ganzen alten Blattansätze und so, alles weg. Da kann sich überall Feuchtigkeit reinsetzen, da kann sich überall Viechzeug reinsetzen. Na? So. Jetzt kommt der Zimt zum Einsatz. Na, kannst du das sehen? Ich werde mir ein bisschen hier hin kippen und die Schnittstelle, ich hoffe, du siehst das jetzt, eintunken, schön dick mit Zimt. Dabei habe ich darauf geachtet, dass die Wurzeln kein Zimt abbekommen, denn Zimt trocknet aus. Das wollen wir an dieser Stelle, das wollen wir an den gesunden Wurzeln, aber auf keinen Fall. Okay, ich habe meine Schere nochmal gereinigt und nochmal desinfiziert.
Und jetzt geht es an Kandidat Nummer 2. Das ist noch ein anderer Fall. Das sind nämlich mehrere Pflanzen. Ich weiß nicht, ob das mehrere Pflanzen zusammen in einem Topf waren oder ob sie vielleicht gekindelt hat. Aber ich werde sie jetzt gleich durch meinen Stammschnitt voneinander trennen, weil ich nicht denke, dass ich sie sonst auseinander bekomme. Die hier macht hier oben schon wunderschöne neue Wurzeln und darum werde ich jetzt sehr, sehr großzügig hier abtrennen. So, schau mal. Da gehen schon wieder die alten Blütentriebe verloren. Die brauchen wir nicht. Aber der Stamm, schön grün, schön saftig. Aus dieser Pflanze kann definitiv noch was werden. Und ich dippe sie auch wieder in meinen Zimt. Hier kommen die nächsten beiden. Das sieht wirklich aus wie Mutter und Kindel. Und Mama macht sogar einen Blütentrieb. So. Nummer 1. Wenn der Blütentrieb jetzt eingeht und sich nicht entwickelt, dann akzeptiere ich das so, weil wenn die Pflanze gesund weiter wachsen kann, wird sie irgendwann auf jeden Fall auch nochmal blühen. Wenn sie es nicht schafft, dann ist es auch egal, ob sie im letzten Mal blühen kann. Zimt und los geht's. Bevor ich dir jetzt erkläre, wie ich mit den Pflanzen weitermache, habe ich eine kleine Überraschung. Und zwar, das ist Oma. Die Vorbesitzerin konnte mir nicht sagen, wie alt sie ist, aber ich wette, die hat schon eine ganze Menge gesehen. Ich hoffe, du kannst das erkennen. Oma ist in Sand getopft. Das ist wirklich Sand, unglaublich. Keine Lüftungslöcher, keine Drainage, keine Pinienrinde. Ich weiß nicht, wie sie das geschafft hat, aber Oma ist so ein richtiger Überlebenskünstler. Ich werde mich jetzt hier nicht groß mit Einweichen und Auftopfen, Austopfen aufhalten. Ich nehme zuerst mal den Stab raus. Schneide den Blütentrieb ab. Wie gesagt, jetzt haben wir erstmal andere Sachen im Kopf. Und dann, na, diese Wurzel ist so einigermaßen, die da drüber sieht schon wesentlich besser aus und darum mache ich hier einfach radikal zack. Und du siehst, Teile des Gewebes sind noch okay, aber ich hätte vielleicht sogar noch ein kleines Stückchen höher schneiden können. Oma, unglaublich. Das ist meine Ausbeute von heute. 5 ziemlich kleine Pflanzen, aber ich habe beim Ausputzen schon wieder so viele Wurzelansätze gesehen und wie gesagt sogar einen Blütentrieb. Und wie ich es eben schon gesagt habe, das ist jetzt nichts für kranke Pflanzen. Diese Pflanzen sind absolut in Ordnung, die brauchten nur mal so einen neuen Kick. Ich werde sie jetzt, so wie du sie hier siehst, vielleicht 48 Stunden in Quarantäne stellen. Das vertragen die. Phalaenopsis mögen ja gerne mal so ein bisschen abtrocknen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass sie, wenn sie danach wieder in ihr Substrat kommen, in ihren normalen Standort, dass das wieder richtig schöne, kräftige Pflanzen werden. So, ich hoffe, du konntest dir ein bisschen was aus dem Video mitnehmen. Ich hoffe, du hast ein paar Ideen bekommen. Und darum sage ich jetzt Tschüss und bis bald hier bei den Orchideen am Fenster.